Hast du einen Titel? Du hast einen Titel, ne? Du könntest den hinzufügen auf die gegnerische Seite. Ja, Katinka ist schon auf der richtigen Seite. Musst du nur bestätigen. Kannst du denn jetzt dann nochmal? Singular hat auch bestimmt. Rojas Hallo Katinka. Dom. Hey. Ich bin noch am Handy, deswegen klingt das alles etwas komisch hier. Aha. Ja, ich habe das voll verpeilt. Soll ich ja sagen? Dann muss ich gleich irgendwie meine Goldrolle schnell einsammeln. Ja, wenn du möchtest. Ich weiß nicht, ob wir das zeitlich alles schaffen. Ist halt nur ein Test zu Siris. Erstmal. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr Truppen für irgendwas braucht. Nee. Das sind Ach nur so. 1 gegen 1 Tests. Okay, dann kann ich die. Sonst muss ich jetzt noch einen Potter verschwenden. Achso, nee, Gott, die nee, nee, läuft. nee, 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 das. Die läuft noch 17 Minuten zurück, sonst würde ich die halt irgendwo zwischenparken und abholen. Ich habe echt die Mail nicht gesehen. Das ist nicht mein Tag heute. Okay. Also, ich bin gerade live auch bei YouTube, dass du auch Bescheid weißt. Hallo an meine Zuschauer. Ich mache jetzt einen Testosiris mit Hermann Prime Testing. Alle Kommandanten, die getestet werden, haben keine Rüstung an, keine Formation drin. Außerdem sind keine Truppen in der Kommandantenansicht drin, wie ihr bei mir sehen könnt. Und das Stadtthema ist ebenfalls auf den Standard zurückgesetzt. Also keinerlei zusätzliche Buffs. Ich kann euch schon mal sagen, ich werde Hermann so skillen, wie ich Henry geskillt habe. Ich habe ein paar Tests gemacht, was so der bessere Skillbaum ist, weil ich mehrere zur Auswahl habe. So, den finde ich halt auch ziemlich nice. Allerdings von den Tests her war der jetzt nicht so gut. Und dieser Herr war sogar noch schlechter. Von daher werde ich den Skillbaum nehmen, den ich eigentlich immer nutze für Henry. Ich werde später auch ein Video nochmal dazu machen. Da werde ich dann auch nochmal die Skillbäume von den beiden anderen Personen dazu packen, die bei dem Testosiris mitmachen, beziehungsweise drei. Wir haben hier einmal dann den Stormy, der mitmachen wird. Der hat allerdings auch VIP 17. Und dann, was sagst du? Hallo zusammen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich bin mit dem auch gerade zusammen im Discord. Ich hoffe, das kann man hören. Und dann haben wir noch die Katinka, die mit dabei ist. Und die Lila Suka, ist gerade King und ich suche sie. Die haben aber jeweils alle den gleichen VIP-Level etwa wie ich. Also da wird sich nichts dran ändern. So, 3 Minuten und dann geht's los. Ihr könnt dann schon mal gucken, dass er zum gegnerischen Obelisken läuft. Super, da habe ich gar keinen, der das bei mir auf der Seite macht. Was auf deiner Seite macht. Hinläuft zum Obelisken, um den einzunehmen. Oh. Ha? Er kann's ja nicht. Ja, steht. Da muss ich einfach versuchen, das so schnell wie möglich alles zu machen. Vorbereitet bin ich mit allem Möglichen. Also Skulpturen habe ich hier noch, wie man hier sehen kann. Ashurbanipal, oder wie er heißt, der wird auch direkt gemaxt, wenn er kommt. Goldsterne habe ich natürlich auch genug. Daran sollte es auch nicht scheitern. Und XP so oder so.
Und eine große Bandbreite an Bogenschützen, die wir testen können. So, genug zu YouTube. Ich habe 7 Zuschauer. Guten Abend. Was geht, Dean? Heute Abend bin ich riddick. Wer bist du überhaupt? Dann musst du ja jemand von 2703 sein, wa? Letzte KVK. Ah, okay. Kann ich mich schon fast gar nicht mehr dran erinnern. HDN65. Okay. So, Testdosierung ist im Gange. So, ich muss mal ganz kurz das Game neu starten, damit alle neuen Events und so weiter direkt auch alle da sind. Ich mache zusätzlich, das seht ihr unten, die Uhrzeit oder die Zeit, die läuft 8 Minuten 40. Ich mache eine Bildschirmaufnahme, wo alles, was ich jetzt hier mache, auch aufgezeichnet wird zusätzlich. So, dann wollen wir uns mal hier ranhalten. Yay, eine Hermannskriptur. Achtundzwanzigtausend Gems habe ich. Das sollte eigentlich ausreichen, um ihn wenigstens freischalten zu können. Nochmal eine Hermannskriptur. Müll. Müll. Naja. Naja. Jetzt habe ich die ersten 5 Köpfe durch die 10 Drehs. Aber das Glücksrad ist anscheinend nicht mein Freund heute. Ich noch alles so nehmen. Der bei euch oder bestenfalls einer, der bei mir steht. So, nochmal 2 Köpfe. Aber ich werde die Gems komplett alle ausgeben. Dafür sind sie gespart. Mehr oder weniger. Kriegen wir auch einen Achter? Bisher sieht das nicht danach aus. Einer. Ne, weiter. Also, Katinka, Stormy, meine Ausbeute beim Glücksrad ist richtig katastrophal. Das kann ich ja schon mal Das sagen. Gute ist gerade rausgekommen. Ehrlich. Das ist bisher nicht einmal ein achter Kopf. Die Champs hat schon ausgegeben. Insgesamt 37 Drehs, bin jetzt aber auch durch. Ich jetzt keine Gems mehr, nicht mehr genug Gems habe. Aber zusammenstellen sollte kein Thema sein. Zwölf Köpfe bekommen, insgesamt, mit den 5, ne? Hast 4 Minuten jetzt Zeit, zu wachsen. Bis dann, wenn du willst. Nicht beste Ausbeute, aber. Unglücksrad, ja, das stimmt. So. Machen wir den eben Expertise.
Na komm. Dauert eine halbe Ewigkeit. Wie ihr sehen könnt, ich habe auf jeden Fall genug XP. Ach komm. Sterne auch kein Thema. So, noch die Sterne rein. Und dann machen wir noch 60. So, fertig. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz mit den Skripten mal gucken von Henry, damit ich das auch im Blick habe. Oben komplett alles durch. Da auf 3. Ja, das kriegen wir hin. Ach so, ich sollte Ihnen noch Expertise machen, ne? Aber das geht ja schnell. So, das haben wir. Jetzt Fähigkeiten. Ja, okay. Das geht doch nicht so schnell. Ja, ich laufe locker bestimmt 2 Minuten oder so, ne? In 3 Minuten ist alles unsere. Oh, die ganzen schönen Köpfe. Trotzdem, es tut immer wieder weh. Ja, man, du wirst lange sparen dafür, Ja, ist so. Dadam. Expertise und Full. So. Schnell jetzt in Arc rein. hast du eine Expertise? Ja. Ah, Glückwunsch dafür. Danke, danke. Lange drauf gespart, um endlich diesen Kommandanten Expertise zu kriegen. Nein. Es geht eigentlich ziemlich gut, den Kommandanten auf Expertise zu bringen, wenn man nur auf eine Truppenart geht. Ach. Mist. Nein. Ich habe ja noch Gems eigentlich gehabt durch die tägliche Versorgung, bla. Und da hätte ich das noch einmal fünfmal drehen können. Mist. Jetzt ist eh zu spät. Ich kann das auch schon mal so machen, dass ich ihn schon mal raussende oder die Truppe raussende, die ich als allererstes testen möchte. Ich möchte erst einmal gucken, was der Vergleich ist von den ganz normalen, die man immer nutzt, die man auf dem Feld halt immer sieht, Boudica zu Kliang. Deswegen schicke ich die jetzt auch schon mal so los.
dann kann man den Test schon mal früher machen. Und dann den Vergleich von Boudicca zu Gliang zu halt alles Mögliche mit Hermann, ne? Du musst einen Trupp mal dahin schicken. Ja, ist auf dem Weg. Was wollen wir zuerst testen? Inf oder Kaff? Wie du möchtest. Mach irgendwas, dann kann ich eine auch. Dann machen wir Inf. Dann kann Asuka ein bisschen ihre Lunge vergiften. Im Mobilisk ist nichts drin, ne? Dann schick schon mal 100k raus. Tarek Was du willst. Ich hätte eher mit Scipio angefangen, tatsächlich. Sagan. Ja, dann lass. Argon Scipio. Mal mit dem an. Okay. 100k, ne? Trupp läuft. Gehen wir ein bisschen weiter nach links. Ja, jetzt so weit nur auch nicht. So ist gut. Ich brauche noch 30 Sekunden. Ich möchte nachher auch mal testen, wie das aussieht, wenn du in der Umgebung Leute hast, die da stehen, also die im Kampf nicht beteiligt sind unbedingt, mit dem Stacken von dem Giftschaden. Okay, von mir aus können wir starten. Angriff. So, das ist wie gesagt jetzt einmal die Standardversion. Boudicca zu Gliang gegen Sargon Scipio. Also wenn eine Kombi mit Hermann verliert, dann kann man die auf jeden Fall schon mal direkt sein lassen. So, das ist so der Standardtest. So, ich noch mal kurz die Truppenbuffs. So, jetzt porte ich eben. Hä? Und dann kannst du mir mal ganz kurz sagen, was die erste Kombi ist, die ich gesagt habe. Boudicca, Hermann, ne? Moment. Dicker Hermann. Ein Hermann Budiker. Ja. Okay, dann wollen wir mal. Also pro Sekunde kriege ich auf jeden Fall schon mal mehr Schaden. Jetzt nicht mehr. Boah. Die Pfeile sehen nice aus, das muss man sagen. Teile noch.
Ja, du hast jetzt bis auf 8 ist es gestackt. 10, Oh, der 12. Wolf ist geil, der da kommt. Die Animation. Die Animation ist generell ziemlich geil, aber kriegt ganz schön auf die Fresse. Also bis auf 15 ist bei dir gestackt. Bei 25 haue ich den Buff doppelt raus. Tust seine Truppe da rein? Also das war jetzt schon mal nicht so geil. Aber die Animation, muss man sagen, die ist geil. Die ist nice. Aber pro Sekunde sieht es wieder ähnlich aus. Ich gehe auch wieder zuerst ins Gelbe. Also jedes Mal, wenn ich eine aktive Fähigkeit einsetze. Na, immer wenn Hermann die aktive Fähigkeit einsetzt, stackt das hoch. Boah, das dauert ja dann wirklich ewig.6 direkt auf 10, 10 auf 12. Naja, es sind immer zwei Giftstapel. Okay, also mit Boudica anscheinend nicht so eine geile Kombi. So, nächstes war Zhuge Liang oder Hermann Boudica, Hermann Zug, Hermann Tomiris. okay, go. Es dauert halt eine halbe Ewigkeit wirklich, bis du die Stacks hochkriegst. Ja, bis du auf Level 15 bist, bist du ja schon im orangen Bereich, ne? Ja. Naja, es ist halt ein guter Debuff-Trupp, ne? Also das muss man sagen. Macht er ja auch an drei Zielen diese Stacks, die da hochgehen. Aber ansonsten, der ist halt sehr schnell down. 15 Stacks. Und gefühlt war das jetzt so mit einer der schnellsten Varianten, wo ich down war. Mal noch kurz, nee, Zhuge Liang auf 1. Und Hermann auf 2. Go. Es wird nicht besser. Ja, ich glaube, Hermann braucht was dahinter oder davor, was tankiger ist. Aber da wäre ja eigentlich Boudica ziemlich nice gewesen. Alter Schwede. Ja, okay, das geht ziemlich schnell down. Hermann sind keine gute Variante. Na, die haben halt nichts Tankiness, ne? Also, so meines. Na, ich glaube, es war bisher sogar die schlechteste Variante. Jetzt kommt was, was sehr interessant ist, gerade mit den Stacks und so weiter. Nämlich Tomiris.
Hallo. So, gucken wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, zehn, neun, elf, zehn, elf, 15. Und dann wird er wieder zurückgesetzt. Dreizehn wird wieder zurückgesetzt. Das ist das Problem, glaube ich, bei Tomiris. Bei ihrer aktiven Fähigkeit wird er immer wieder zurückgesetzt. Das heißt, bei Tomiris wird er niemals auf die 25 Stacks kommen. Aber hat schon ganz gut ausgesehen. Nicht wirklich. Gut, fängst halt immer bei 0 wieder an dann. Naja, und das ist halt das, was nicht so geil ist. Ich mache jetzt Henry. Da bin ich mal gespannt, weil das ist eigentlich so etwas, was mich am meisten schocken würde. Also das fände ich, glaube ich, am geilsten, wenn diese Kombi funktioniert. Ah, schon wieder im Gelben. Joan. Nicht ausgeglichen. Naja, also ich gehe jetzt wieder ziemlich weit runter. Also Hermann scheint absolut maximal irgendwie Supporter-Trupp zu sein. Also Supporter-Kommandant. Nichts, was du so wirklich mainmäßig nutzen kannst. Da muss man bedenken, dass Boudicca Zhuge Liang haben dich geschlagen. Ja. Und das ist ja nicht einmal die stärkste Kombi, ne? Stärkste Kombi ist ja Boudicca Henry. Eieieiei. Also gerade so ab der Hälfte oder sowas, dann tut es schon langsam echt weh. Gut, man darf nicht vergessen, VIP Level 17 habe ich ja. 5% auf aller Schaden. Ja, das schon, aber ich vergleiche das immer zu dem ersten Trupp, den wir getestet haben, Boudicca Zug. Erwähnt haben. Da gehört ja alles dazu, auch das Ja, Schaden. klar. So, machen wir mal Gilgamesch. Gilgamesch hat noch mal bisschen mehr Gesundheit. Und zieht dir Gesundheit ab. Obwohl, ja, guck mal, ab der Hälfte geht's so derbe runter. Sagan ist auch einfach ein Biest. Ein bisschen mehr habe ich mir das schon erwartet. Schon mehr oft. Okay, ich will mal fast behaupten, das war jetzt sogar der schlechteste.
Mal, auch wenn ich nicht glaube, dass das was werden könnte. Mit Rameses? Tutmosis habe ich nicht Expertise. Das Ding ist, wie willst du denn bitte schön die 25 Stacks bekommen? Stormy, was denkst du? Wie sollst du die 25 Stacks bekommen? Ich habe noch nie mehr geschafft wie 15. Du hast jetzt aktuell erst auch 15. Ja, 15 war bisher überall Max. Also du brauchst einen Tanky und das war der Der Rudiger eigentlich. geht auch Oder nicht war das höher nicht? wie 15. Ich habe jetzt gerade nochmal die aktive Fähigkeit rausgehauen und dann hätte der nochmal zwei nochmal draufpacken müssen. Ist der einfach nicht gegangen. Der geht nicht höher wie 15. Warte, beobachte das jetzt mal. Ich nehme jetzt nochmal Rameses auf 1. So, und jedes Mal, wenn der Fallregen kommt von Hermann, kommen zwei dazu. So, jetzt kamen zwei dazu. Ich habe die eigentlich noch gar nicht aktiviert, die aktive Fähigkeit, aber jetzt kommen wieder zwei dazu. Vier. Okay, bitte kill mich nicht vorher. Sechs. 8. Okay. 10. 12. 14. Jetzt müsste er eigentlich auf 16 springen. Sollte er aktiv Er geht sein, auf also ja. 15. Er geht auf 15, also macht nicht mal 2 erhöhen, sondern er bleibt bei maximal 15. Sag doch nichts, da steht nur 15 Stunden. Also. Räumen und Turnier haben wir schon durch. Bei der Expertise 25. Da steht aber nicht, dass es Stapelware ist. Das heißt, wenn die Truppen dieses Kommandanten gegnerische Truppen 25 Stapel Gift zufügt, löst die Fähigkeit weiter gefangene Aber Arten ein aus. YSG, magst du den noch testen? Ich habe noch Kyros. Ich könnte gleich mal versuchen, das mit zwei verschiedenen, also mit Tommy noch zusätzlich drauf zu hauen. Fähigkeiten. Warum? Weil da ja nicht steht, dass es 25 pro Stapelbar ist, sondern dass wenn die Truppen dieses Kommandanten gegnerische Truppen 25 Stapel Gift zufügt, löst Ja, die Fähigkeit aus. ist genau das, was ich gesagt habe. Das tut er ja nicht. Er löst ja keine 25 Stapel aus. Also wie soll das, ich verstehe nicht, wie das möglich Ja, sein soll. die erste Fähigkeit sind ja nur 15 Stapel. Also 15 Stapel war. Wieso sollte er dann 25 auslösen, um das auszulösen? Die erste Fähigkeit ist maximal bis 15 stapelbar. Ich glaube, das ist auch nur ein Fehler, das ist eine 15. Also, es ist irgendwie. Bisschen tricky, ne? Also kommt das so vor, als bleibt er bei 15 stehen. Also
ja nicht wirklich hoch. Ja, Asuka sagt gerade, dass bei der aktiven Fähigkeit auch drin steht, dass es maximal bis 15 stapelbar ist. Aber es wird jetzt immer schlechter von den Berichten her. Sagen wir noch YSG. YSG ist schlechter als. Na, ich möchte noch gleich noch etwas mehr Tanky probieren mit Hera. Naja, kann ich mir nicht vorstellen, Bobby. Bobby. Das würde ja dann auch wirklich ewig dauern. Er geht jetzt auf 14. Und wenn er immer zwei Stapel hinzufügt, aber bei 15 stehen bleibt, dann fehlt er da alleine schon ein Stapel. Also, check ich nicht. Na, ich habe noch Vermutungen, woran das liegen könnte. Das müsste ich aber testen. Wenn ich zwei Leute habe, die gleichzeitig auf dieses Ziel draufhauen und das Ziel dann mehr Stapel bekommt. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Also ich glaube fast das Beste, was wir bisher getestet haben, war leider Boudica. Fünfzehn Stapel. Mehr ist nicht drin. Okay, nimm mal 150k bitte. Sargon Scipio oder Marco Ja, ja, ja. Tarek? Ja. Ich probiere mal was aus. Acht, elf, 14, stapelt neu. Ja, weil sie den immer wieder zurücknimmt. Sie entfernt die Stapel. Also Tomiris entfernt die Stapel. Das wäre dann keine Option, die dahinter zu setzen. Bei Kinderband. Ja, ich möchte noch etwas ausprobieren, bevor ich mit der Suche weitermache. Und zwar setz mal zwei Truppen daneben bitte. Mit von mir aus, was weiß ich, 50k oder sowas oder 75k. Und jetzt zwei Stück meinst du? Ja, aber den ersten hättest du mit 100k machen können. Dass ich drei Ziele treffe quasi. Und gucken, ob dann der Stapel hier schneller hochgeht. Naja, das ist, ja, wäre ganz gut. Ist eigentlich fast vollkommen egal, was für ein anderer Trupp das ist. Die Frage ist halt, ob das mit den Stacks höher ist.
Ja. Stell dir so hin, dass die in einem Flächenschaden wären. In einem halbförmigen. So, ich greife jetzt den an. So, die anderen beiden kriegen jetzt auch. Die kriegen jetzt jeweils immer zwei Stapel. Aber 10 Stapel. Das sind ja jetzt rein theoretisch sind das 30 Stapel. Bleibt trotzdem bei, ja, aber es bleibt trotzdessen bei 15 Stapeln. So, gegen ha. Ja, besser ist es nicht wirklich. Okay, dann mach ich mal gegen Azuka. K, ne? Ach so, und du darfst runter. Habe ich alles schon getestet? Kannst mich auch einsagen. So, Azuka ist gleiches VIP-Level wie ich. Magst du nach dem Kampf den Bericht hier senden? Weil ich sehe ihn ja nicht. Kann Azuka machen, gegebenenfalls. Die Leute senden hier gerade Vorschläge, was man mal testen könnte, was ich alles schon getestet habe. Klar, nicht verprügelt zu dir, weißt du? Ich habe Stormy mit der Kombi auch verprügelt. Die darauf folgenden, die wirst du alle schlagen. Wahrscheinlich. Hermann Artemisia, da hat jemand keine Ahnung, oder? Artemisia macht null Sinn. Da sie sich ja selber nochmal Schaden zufügt. Also ich glaube, als Debuff-Trupp ist Boudicca mit Hermann ziemlich stark. Das war es aber dann auch schon.
Kommt, sagt sie. Yes. Hermann ist not, well, not so gut. Wobei jetzt Hermann Budica so schlecht gar nicht gegen Neskijorn performen. Aber Hermann sollte es halt einfach nicht als First Kommandanten spielen, ne? Und schlägt die Kombi sogar. Aber trotzdem mehr Schaden bekommen. Ei, also ich glaube, man muss nicht vor Hermann Angst haben. Leider. Stormy wird's freuen. Ja? Mich würde es freuen, ja, als Infanteriespieler definitiv. Mein Flug mit Budiga ja extrem Schaden macht, ne? Aber Ja. bin ein bisschen verwundert, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir das Schätz. auch ein bisschen stärker vorgestellt. Ja, ich auch. Verkehrt ist er nicht. Ja, fügt, macht schon, also der Schaden ist ja jetzt schon mal nicht so verkehrt, den er macht. Nur ich sehe halt, ist absolut schwarz, wie er bitte schon auf 25 Stocks kommen soll. Endlich, welche Kombi du spielst, kommt ja noch auf die Ausrüstung an, die Formation etc. Ja, natürlich, natürlich. Kannst du den natürlich auf jeden Fall tankiger hinbekommen. Ne? Das ist keine Frage. Kann man den noch ein bisschen basteln. Mehr aushält, sage ich mal. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, bei Tomiris ist es halt echt kacke, da die macht, nimmt direkt die Stapel wieder runter. Hier das mal geschafft, 15 Stapel gerade zu kriegen. Das Gute ist halt bei der Kombi hier mit Hermann Tomiris, dass die Stapel halt deutlich schneller hochgehen, ne? Ja, die pushen sich ja gegenseitig. Ne? Ja. Den Museumsbuff habe ich hier auch von Tomiris übrigens. So, was kann ich denn jetzt noch probieren? Versuchen wir es einfach nochmal mit Gilgamesch, auch wenn ich nicht glaube, dass das zum Erfolg führt.
Ne. Ah, zuck die an gleich nochmal. Ja, sowohl als auch. Aber Zugliang, Hermann sind halt einfach absolut nur Damage, Damage, Damage halt, ne? Ich würde aber Hermann tatsächlich eher als 1 auf 1 spielen mit Zugliang dahinter. Wegen den Stapeln. Weil er durch die Stacks, die er hat, erhöht sich ja der Fähigkeitsschaden. Schau an, schau an. Richtig gut damit, ne? Ja. Das wohl bemerkt gegen Nevsky. Also, womit ich Das jetzt auch könnte nicht eine mega gerechnet gute, das könnte eine ziemlich starke Gegenrally sein. eine Counter-Rally, ja. Hast du recht. Probieren wir nochmal andersrum, aber das sollte meines Erachtens nicht wirklich gut funktionieren. Mit Zugliang aber auf 1 und Hermann auf 2. Doch gut aus. Naja, wenn du einen Zug, einen Hermann Zugeljang auf dem Feld siehst, wirst du den mit als erstes killen. Also, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, die Kombi zu spielen. Und die sind halt auch ziemlich Glaskanone, ne? Und du musst die dann in der Kombi spielen, siehst du ja hier. Wobei, es gehen beide Kombis eigentlich. Das sieht auch positiv aus. Ein bisschen knapper, aber Das ist ja, das halt Malte, ordentlich Hermann ist auch ein Damage. bisschen passiv. Also nicht so eine Glaskugel ist, sage ich mal. Ja. Ordentlich Damage. Dann doch ein bisschen überraschend. Mit Hera. Nein, nicht so geil. Ich teste noch mit YSG.
Ja, ich glaube, es ist ziemlich gleiches Thema wie bei Zhuge Liang. Nur das weiß die halt nicht ganz so stark ist wie Zhuge Liang. Eigentlich mal noch eine spielbare Kombi, ne? Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Nicht jeder Zug hat. Testen wir noch mal Nebu. An Nebu-Seite auch so eine Glaskanone. Eieiei. Allein der Schaden pro Sekunde ist. Ja. Das doppelte AOE halbförmig, ne? Das ist halt nicht ganz so verkehrt. Ich probiere es gleich nochmal andersrum aus. Mit Hermann auf AR1. Aua. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich traue mich gar nicht, den Bericht anzusehen. Ja, Hermann auf 1 ist halt irgendwie immer noch ziemlich stark. Aber nicht gut. Vierhundert pro Sekunde mehr an Schaden, den ich bekomme. Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also manchmal ist es ja auch so, dass er ab und zu schon Giftstapel macht, also schon früher als bevor er seine Fähigkeit raushaut. Ich glaube, es hat mit seiner vierten Fähigkeit zu tun oder sowas. Da hat er, glaube ich, eine 10% Chance, irgendwie das rauszuhauen. Nee, also Nebu kannst vergessen. Absolut. Aber auf die dritte Fähigkeit muss man dann hoffen, ne? Also wenn er da die 6 hochpusht, kann man von 4 auf 8 dann direkt oder von 6 auf 10 mit der aktiven Fähigkeit, dass er halt Ich versuche ja so mal einfach mal Kyros. Kyros macht einfach zu wenig Schaden in der Regel, aber er verursacht auch, dass er das Ziel halt 40% weniger Fähigkeitsschaden macht, ne? Also, das ist halt schon was Geiles. Ei. Pro Sekunde sogar über 500 Schaden mehr, ey. Eieiei. Aua, aua, aua. Aber Henry verursacht auch, dass das Ziel, ich glaube, mit der aktiven Fähigkeit oder nee, dass er mehr Schaden macht. Ich probiere die Kombi gleich nochmal andersrum aus. Gucken, wie das wird. Frage wäre halt irgendwo auch, wie lange bleiben die 15 Stacks? Ich glaube, es war einer Die der bleiben stehen. schlechtesten sogar. Ich denke, die bleiben stehen. Außer das Turnier ist dahinter, ne? Das ist ja immer wieder auf Null. Naja, Chimera setzt immer wieder auf Null. Das bringt gar nichts. Aber ich denke fast sogar, dass dieser Arschub Panipal, dass der was sein wird.
Mühsam. Ach ja. Nicht so geil. So, ich probiere jetzt einfach noch ein paar andere Kombis. Einfach mal so. Mit. Mal ganz verrückt mit Dido. Nö. Mit. Ah, mit Mehmet mal probieren. Der hat noch ein bisschen mehr Gesundheit. Mal ein paar mehr Truppen mitnehmen. Habe ich jetzt 110.000 mitgenommen? Ich glaube, das sollte reichen. Das sollte passen. Ja, so Barneyball mit Hermann wird wahrscheinlich auch ganz gut. Ich habe mal Ja. hier die Fähigkeiten durchgelesen. Schon, aber es Aschupanipal ist halt auch einer, der viel, viel Damage macht und nicht wirklich was an Gesundheit hat oder, ne? Ja gut, er macht halt Fähigkeitsschadenbonus. Das stimmt, die Damage, aber auch die Schadensverringerung hat er drin, ne? Normale Schadensverringerung einmal 20%, nochmal 50%. Ja, und zufällige halt, wenn du da die 30% Gesundheit draufkriegst, 4 Sekunden, das ist immer so ein Zufallsding. Ne? Auf jeden Aber Fall. stimmt, der macht auch viel Damage. Oh, eine Minute. Das meine ich. Ja, ein Stück raus. Ich weiß nicht, was ich noch testen soll. Ja. Schlechtester Bericht. Weiß ich, das sieht man ja jetzt schon fast. Eieiei. Ja.
Krass, krass. An meine Zuschauer, jetzt sind ja noch einige da. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Das war's. Jetzt haben wir eigentlich so gut wie alles getestet, ne? Keine wirkliche Kombi überzeugt. Außer vielleicht als Gegenrally halt Hermann zu Riang. Nein, Hermann zu Meeres funktioniert nicht. Tomiris hebt die Stacks auf von Hermann. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt auch. Hier ist es schon relativ spät in Deutschland, wie die Deutschen von uns her wissen. Es werden ein paar Videos von mir folgen dazu bei YouTube. Könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann spätestens am Samstag wieder, wenn Ashurbanipal da ist, den ich mir auch holen werde. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.